Hey, Johannes hier von newgadgets.de und auf dem Mobile World Congress 2013 in Barcelona. Und hier schauen wir uns auf der Huawei Pressekonferenz das Huawei P2 LTE an. Sie haben hier ein 4,7 Zoll HD Display, den Huawei eigenen Quad-Core mit 1,5 GHz. Auf der Rückseite seht ihr die 13-Megapixel-Kamera mit LED-Licht, hier auch den Lautsprecher. Wenn wir um das Gerät herumgehen, seht ihr, haben wir hier den dedizierten Kamera-Button, Mikro, SIM-Karten-Slot, den Power-Button, Frontkamera natürlich, oben den Mikro-USB-Port, den Headphone-Jack und auf der linken Seite die Lautstärke-Taste. Hier haben wir die Huawei-eigene Benutzeroberfläche. Sieht ganz gut aus. Wir haben als Betriebssystem wir haben hier als Betriebssystem Android 4.1.2 Jelly Bean, also noch nicht das neue 4.2. Unter dem Display natürlich die drei Touch-Buttons zurück, Home und hier, wie man sehen kann, auch noch Hintergrund beleuchtet. Und die verschwinden dann nach einer Zeit. Das ist also das neue Huawei P2 LTE. Hier auf dem Mobile World Congress 2013 in Barcelona. Was mir auffällt, es ist sehr schön leicht. Animationen sind natürlich wunderbar flüssig. Gehen wir mal kurz in die Kamera rein. Hat wahrscheinlich gerade einen Filter aktiviert. Funktioniert auch wunderbar. Das Huawei P2 LTE.